Open Air Ätzika 2017, gerade in einem romantischen Moment. Der Alvaro Soler auf der Bühne, das ist das, was jeder sehen kann, wenn er ein Billett kauft. Wir gehen jetzt aber dort her, wo ihr sonst nicht herkommt, nämlich Backstage. Kommt mit. Mit. Ihr merkt, Sicherheitskontrolle muss auch bei mir sein, auch wenn wir die Kamera dabei haben, sonst geht hier gar nichts. Hier hinten geht es ein bisschen ruhiger zu und her, wie ihr seht, hier im Backstage-Bereich. Oh ja, es ist ein bisschen geändert, dieses Jahr jetzt also relativ luxuriös. Und als erstes machen wir gerade einen kleinen Abstecher zu denen, die das ganze Open Air filmen. Die haben nämlich ziemlich viel Material aufgebaut hier hinten Backstage. Und die ganze Kameratechnik und das ganze Festival filmen tut Jump TV unter der Leitung von Yves. Und es sieht schon recht professionell aus. Das sehen wir jetzt zum Beispiel hier, all die Screens. Genau, also hier passiert eigentlich der Hauptschnitt von beiden Bühnen. Also die Hauptbühne sowie auch die Zeltbühne wird hier zusammengeschnitten. Wir haben 6 Kameras auf der Hauptbühne und 4 Kameras auf der Nebenbühne. Und hier sieht man eigentlich in diesen Displays die einzelnen Kameraperspektiven, die hier der Videoregietechniker dann zusammenschneidet. Und da muss ich jetzt sagen, okay, im Moment finde ich das Bild hier am besten. Wir lassen ihm sonst gerade schnell zu. 6 Tab, 2 Zoom in, Tab, Zoom in auf Kopf. Also das klingt ja extrem stressig. Ja, das ist auch so. Also man muss relativ schnell und spontan entscheiden. Gleichzeitig muss man auch den Leuten Anweisungen geben, der soll auf den Keyboard, der soll mehr auf den Schlagzeuger. Publikum, das gefilmt wird von einem Kran, ist schon eine rechte Sache. Ja. Jetzt haben wir es schnell von der Regie gehabt, wo entschieden wird, welche Kamera das im Moment drauf genommen wird auf einem Grossscreen. Da hinten arbeiten aber auch noch 2 Leute. Was machen denn die? Genau, also hier haben wir den Kran-Operator und der ist zusammen mit dem Krantechniker am Joystick, am die Kamera schwenken. Haben wir dort hinten haben wir Bildtechnik, der tut alle Kameras steuern, also die ganzen Farbwerte von allen Kameras und Helligkeiten. Und nebenan hockt noch einer, der die Domkamera steuert. Die Domkamera ist eine Kamera, die wir in die Bühne aufgebaut haben und der kann dort mit einem Joystick wie ein Gamer kann der die schwenken. Du siehst also, es ist nicht so einfach, wie man vielleicht das Gefühl hat, dass nachher so ein gutes Video rauskommt am Schluss vom Festival mit allen Highlights von allen Bands. Währenddem der Alvaro Soler noch einen Anspruch auf der Bühne hat, zu all seinen Fans vorne dran, dürfen wir jetzt hinten dran mal eine Bühne schauen, was dort so geht. Zum Stage Manager. Kommt mit. Das Konzert kann man auch hinter der Bühne immer verfolgen, von allen Bildschirmen hier zum Beispiel. Und es stehen so viele Sachen hier hinten dran, Technik von überall. Und alles muss seine Ordnung haben, alles ist auf Rädli. Und alles muss auch schnell wieder umgebaut werden zwischen den einzelnen Auftritten. Und der Chef von dem Ganzen, der hier hinter der Bühne abgeht, von der Technik, haben wir den Mattu Ammann. Mattu, von was bist du eigentlich alles verantwortlich jetzt hier? Es fängt halt an mit der Planung von dieser ganzen Bühneninfrastruktur hier. Das ist weit im Vorfeld, wo ich halt Pläne von den Bands bekomme und dann entsprechend von der Technik zusammenstellen. Überlegen, wie hängen wir Licht, wie machen wir Ton. Und am Schluss irgendwann kommt dann halt auch die Umsetzung, wo wir das hier so müssen realisieren, dürfen realisieren und dann schauen, dass wir die Bands happy machen können, dass die eben hier vorne spielen können. Du machst es seit ein paar Jahren schon, es wird gängig wie grösser. Warst du noch prestieren, die ganze Herausforderung? Ja, offenbar schon, sonst dürfte ich es nicht machen. Aber ja, grundsätzlich der Aufwand wird schon, hat nicht abgenommen. Und, man muss halt gewisse Sachen abgeben und die richtigen Leute dafür suchen. Und so funktioniert es auch. Warten wir mal konkret, jetzt zum Beispiel der Alvaro Soler gerade auf der Bühne. Ja. Was hat er für spezielle Wünsche gehabt oder war er ein einfacher Kandidat für dich? Sie sind eigentlich sehr pflegeleicht. Ich bin merkt man halt, sie sind auf Tour, sprich, die sind sehr eingespielt, die haben ihre Sachen einen grossen Teil selber dabei. Und das ist auch für uns relativ einfach, nachher, weil die wissen selber relativ gut, was sie wo brauchen. Und dann müssen wir sie nur unterstützen und nicht in dem Sinne den Lied selber haben. Oder? Welche Band war jetzt am anspruchsvollsten für dich dieses Jahr oder wird es noch?
Das ist manchmal zum Teil noch lustig, zum Teil sind es eher die Kleineren, die halt vielleicht noch nicht ganz so wissen, wie man sich verhält, weil die Grossen, die können dir relativ genau sagen, schau, das ist wichtig. Und den Rest schauen wir dann, respektive ja, mit den Jahren von der Erfahrung, die man dann hier halt auch sammelt, weiss man auch etwa, was ist ihnen wichtig. Und wenn man den Plan richtig liefert, wissen sie auch, aha, das funktioniert auch dort, müssen wir nicht allzu gross miteinander diskutieren, respektive wir reden es im Vorfeld, das ist auch klar. Von dem her sind es zum Teil eher so die Kleineren, die halt unsicher sind oder wo es nicht so klar ist, wie wir hier miteinander handeln. Und ja. Relativ viele Sachen, die du hier musst schauen, wo musst du am meisten den Finger getroffen haben? Was ist der heikelste Punkt? Ja, am Schluss am Ende ist der Heikelspunkt fast meistens, dass wir halt einfach zeitig rein mögen, respektive dass die Bands auch einfach ihre Set einhalten. Ein grosser Teil hat zwar wirklich im Griff mit den Zeiten, aber es gibt auch immer den einen oder anderen, wo man halt immer muss sagen, du, sorry, deine Spielzeit ist jetzt durch. Das Lied geht jetzt nicht rein, oder? Also, der Mac, das ist eigentlich ein ganzer Liebe, der Mattu, aber zwischendurch muss er auch mal ein bisschen böse sein. Ja, das fällt mir, glaube ich, eher schwieriger, aber ja, zwischendurch muss man auch mal sagen, geht nicht, oder? Auch an einem Alvaro Soler zum Beispiel. Bevor dass so eine Band die überhaupt mal auf der Bühne steht und die Leute vordran jubeln und johlen, da braucht es ganz, ganz viel. Die muss zuerst gebucht werden, und dann muss sie betreut werden und dann haben sie noch Sonderwünsche. Und einer, der die Bands so ein umarmt und schaut, dass es ihnen richtig wohl ist an diesem Opener Rätsiken, ist der Michu. Michu, jetzt die Bands dieses Jahr zum Beispiel, die müssen ja irgendwann immer schlafen, wenn sie hierher kommen. Du schaust für das, wer ist da so ein bisschen unterwegs in diesem Jahr? Also jetzt zum Beispiel Alvaro Soler und Sportfreunde Stiller, die werden beide mit dem Nightliner kommen, oder sind hier, und die werden nachher auch nach der Show anschließend zur nächsten Show fahren, das heisst, die werden in der Nacht schlafen im Bus und am Morgen aussteigen und am neuen Ort sein. Und wenn jetzt jemand so noch ein bleiben will, ein Hotel sucht, wo kommen die her, genau, wenn sie bei euch landen? Die haben wir eigentlich, das Astoria ist unser Haupthotel sozusagen. Wenn jetzt jemand einen ganz grossen Wunsch hat, die haben wir es ins Ramada. Ist auch ein Ding. Oder jetzt zum Beispiel einen Sportfreund Stiller haben wir heute ihre Krone gehabt. Okay, und da hast du wie ein Budget, kannst du frei verfügen oder was kannst du alles entscheiden? Ja, also ein Hotel, da sind wir echt frei. Wenn es sie braucht, ja, dann lösen wir die. Oder? Das ist, ja, und Bandbudget, das ist auch kein Entscheid. Das wird von Mal zu Mal, von Ausgabe zu Ausgabe auch wieder diskutiert. Und du musst auch dein restliche Budget passen. Ja. So, du bist ja relativ nahe mit diesen Bands und diesen Management im Touch. Wie sind die so drauf? Sind die näher easy im Umgang oder sind die ein bisschen Prinzessinnen manchmal? Oder? Es kommt darauf an, Schweizer sind ganz allgemein easy. Wenn es so Deutschland, England, ist es nachher schon ein bisschen schwieriger. Aber auch die sind sehr freundlich, immer ähnlich. Aber haben natürlich dann ein bisschen Sonderwünsche und so ein bisschen, dann musst du halt ein bisschen den Hof machen. Oder ja, so ein bisschen, ja. Was sind so die Sachen, die dich wirklich herausfordern, die du dann auch schon musst beissen musst? Ja, vor allem die Zeit, oder? Wir buchen die Bands im Oktober, die meisten Oktober bis Januar. Dann muss das Programm stehen im Januar. Und so, nachher die ganz lange Zeit, oder? Also zuerst buchen, nachher eben die Betreuung machen, also im Sinne von halt Hotel buchen, die ganzen Abklärungen machen und nachher noch am Festival selber halt eben zu ihnen schauen und machen. So die ganzen Dinge, oder? Das ist das ist fordernd, oder? Für so, und das machen wir alles in Freizeit. Das ist, ja. Und es kommt also relativ professionell über, wenn ich das darf sagen. So eine Band, die hat natürlich eigentlich immer ein Rambazamba auf der Bühne und ringsherum. Und die sind auch mal froh, wenn sie es ein bisschen ruhiger haben, mal ein bisschen Zeit haben zum Entspannen. Das passiert hier hinter der Bühne, Backstage. Also wenn ihr da ein bisschen rumschaut, das sieht ein bisschen aus wie auf einer Lounge in Ibiza, oder? Es hat Pflanzen, es hat Sofas, es hat Fernsehscreens, es hat eigene Kühlschränke. Und sie werden natürlich auch sehr eng betreut. Zum Beispiel von der Britta. Britta, du machst es schon ein paar Jahre. Wie sieht es jetzt zum Beispiel heute aus? DJ Antoine ist ja heute Abend auch da. Wie hat es der Herr Antoine gern im Backstage? Er hat es gerne gemütlich, wie alle anderen auch. Und er hat einen Sonderwunsch, weil er wollte Rosen. Das ist, die wir natürlich gerne erfüllen, wenn solche Wünsche auch kommen.
Wann ist dieser Wunsch gekommen? Ist der schon vor 3 Monaten bekannt gewesen, oder hat er einfach gesagt, du hättest übrigens gerne noch ein bisschen Rosen? Das kommt immer sehr spontan, solche Wünsche. Weil es uns meistens auch spontan in den Sinn kommt, ah ja, das hätten wir jetzt noch gerne. Okay, und der, wie hast du das gemacht? Hast du angerufen? Kennst du jemanden? Oder? Wir erfüllen die Wünsche auch spontan. Erfüllen. Dann schicken wir jemanden, schicken, der die Rosen holen geht. Und dann ist das nachher erledigt. Du musst aber nicht nur einfach so Zeug herschleppen für dich, sondern du musst auch schauen, dass es ein bisschen ordentlich aussieht und so drinnen. Soll Nickel dieses Jahr auch dabei oder geht es noch bis jetzt? Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Wir sehen noch nicht so viele Bands hier, sind wir hier auf Platz. Aber wir haben das sicher auch schon gehabt. Gruppen, die ich kenne, aber wirklich eine Gruppe, die sich zurückziehen wollte nach dem Konzert. Sie sind wirklich entspannt. Und dann haben die Türen beschlossen von diesem Raum. Und nachher, als die wieder rausgekommen sind, haben wir dann doch einiges erlebt. Aber das ist eher die Ausnahme. Warum machst du diesen Job überhaupt? Ist es, weil man so berühmten Leuten nahe sein kann? Oder ist das der Hauptgrund? Sie macht das alles freiwillig? Ja, wir machen das freiwillig. Es ist einfach ein guter Verein, wo wir sind. Ich bin auch im Verein. Und von dem her ist es ein guter Zusammenhalt. Und so bin ich nachher auch in den Backstage hineingekommen. Und das macht Spass, hier für die Leute hier zu sein und auch im Verein zusammen etwas zu bewegen. Wie sieht es mit Selfies aus? Hast du schon eine ganze Sammlung oder muss man da professionell sein und sagen, nein, kein Selfie jetzt für mich? Ich habe wirklich ganz wenige. Weil ich habe das Gefühl, hier hinten ist ein Backstage, das soll Backstage sein, dass sich die Leute zurückziehen können, Bands. Und genau das hat hier eigentlich nicht so grossen Platz. Wenn es irgendwie ergibt, aber ich habe wirklich nicht so viel. Von wem hast du eins, was dir jetzt ganz wichtig war? Ja, Zürich West habe ich schon eins. Oh, sie sind nur Menschen. Wo geschafft wird, dort haben die Leute natürlich auch Hunger. Und manchmal muss es eben auch etwas schneller gehen. Wir haben nicht Zeit für hier vorne zu all diesen mexikanischen Stängen mit Bratwürst und Hamburger und so, sondern für die Helfer gibt es ein eigenes Restaurant mit einem besonders feinen Menü. Und da gehen wir jetzt gerade schauen, was heute so auf der Karte ist. Hier mein Kollege Marco Kühne zum Beispiel, der hat sich jetzt gerade verpflegt und speedet hier davon. Genau. Und eins kann ich euch schon vorweg sagen, es ist immer super, was die Freiwilligen hier für uns kochen. Und der Tätschmeister von dieser ganzen Küche, das ist der Franz. Franz, wir sehen, also die Festivalhelfer, die leben gesund. Ein ganzes Salatbuffet mit Melonen hat er hier für uns aufgetischt. Und es gibt noch viel mehr, wenn wir hier hinschauen. Was ist das Menü heute Abend? Ja, das Menü heute Abend ist ein Curry mit Gemüse und Früchten, Cranberries, Kokosmilch, alles gesunde, frische Zutaten. Und nachher haben wir Penne oder Tortellini mit 3 Sorten Soße. Wir haben frische Kräuterrahmsorte Soße, Tomatensauce, ein bisschen Rezent und Bolognese. Für alle ein bisschen etwas dabei. Du machst es seit 4 Jahren. Wie ist das? Haben Festivalhelfer gerne immer ein bisschen das Gleiche? Haben sie da ihre Favoriten oder ändert das alle Jahre ein bisschen? Nein, die Rückmeldungen sind so, dass sie sich immer wieder freuen, zum Beispiel auf das Curry oder auf die Kräuterrahmsauce. Das finden sie einfach geil, wenn sie hierher kommen und alle Jahre wieder die feine Kräuterrahmsauce haben. Ich finde sie jetzt nichts Spezielles, aber sie finden sie absolut fein. Ist das dein Rezept? Ja. Das ist ein Kompliment, das nimmt mir ja gerne. Klar, ja. So viele Leute, für wie viele Leute kochst du, weißt du das überhaupt? Insgesamt wir haben 130 Leute, die hier 12 Stunden lang umeinander schleichen. Und im 3-4-Stunden-Takt können wir essen. Und schlussendlich haben wir dieses Jahr auch rund 800 bis 1000 Mahlzeiten, die wir verpflegen. Das ist eine kleine Sache. Aber ich habe gesehen, du warst am Rösten kochen hier vorher. Das ist jetzt endlich ein Spezialwunsch. Von wem? Ja, wir haben eben dieses Jahr, das ist ein neues Konzept. Die Küche haben wir ja vom unteren Teil vom Festival gelernt, haben wir hier in die Mitte aufgenommen und sind jetzt noch bei Alphütte, wo Künstler sich verpflegen. Und jetzt, heute Abend ist der Alvaro Soler, der Rösti zum Nacht will. Und jetzt mache ich halt immer Rösti. Und weil er Vegetarier ist, hat er zwar gesagt, ja, zu einer Rösti gehören auch Spiegeleier, jetzt isst er halt noch Eier dazu. Werde fast eine kleine Art Tortilla. Ihr seht also, der Franz macht hier hinten alles möglich. Für die Stars, aber auch für die ganz normalen Helfer. Da sind zum Beispiel jetzt gerade so ein paar Helfer sich am Verpflegen. Was hat es heute Abend gegeben? Wunderbare Tortellini. Und was hast du gehabt?
Auch Tortellini mit Bolognese, tipptopp gewesen. Und was würdest du sagen von 0 bis 5 Punkten? Wie viel hat er verdient, der Franz? 7. 8. Ihr seht, also sind alle zufrieden, alle.